Mit dem Begriff GOMS-Modelle bezeichnet man kognitive Modelle, also theoretische Modelle, die den Anspruch erheben, ja, kognitive Vorgänge, gedankliche Prozesse, aber auch motorische Prozesse abzubilden, zu modellieren, mit dem Ziel, auch Vorhersagen über menschliches Verhalten zu treffen. Das Wort GOMS ist ein Akronym, setzt sich zusammen aus den Begriffen Goals, also es geht darum, dass man Ziele hat, die man verfolgt. Es geht um Operators, das ist der zweite Begriff, wo das O herkommt. Operators, also Operatoren, sind ganz elementare kognitive, gedankliche Schritte oder auch einzelne Bewegungen, die man macht, also ganz elementare Bestandteile menschlichen Erlebens und Verhaltens. Dann gibt es die Methods, die bestehen in der Regel aus mehreren Operatoren. Das sind also gebündelte, aufeinander abgestimmte und aufeinander folgende Mengen von Operatoren, die halt zusammengenommen eine Methode darstellen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und dann gibt es die Selection Rules, also die Auswahlregeln. In solchen Modellen muss man in der Regel auch abbilden, dass man unter bestimmten Bedingungen diese eine Methode und unter bestimmten anderen Bedingungen diese oder jene andere Methode wählt, je nachdem, welche auslösenden Faktoren da in der Situation vorhanden sind. Und auch sicherlich abhängig davon, welches Ziel man hat. Also diese ganzen Dinge, also die Ziele, die Operatoren, Methoden und Auswahlregeln, die spielen halt zusammen in solchen kognitiven Modellen. Und das allgemeine Ziel ist, wie gesagt, menschliches Verhalten vorherzusagen. Es gibt gerade im Bereich der Mensch-Technik-Interaktion ein Modell, das sehr einfach ist. Das bewegt sich auf der Ebene der Tastatur- und Mauseingaben. Das nennt sich deswegen Keystroke-Level-Model. Also es geht jetzt nicht um höhere kognitive Ziele oder Überlegungen, sondern es geht um ganz elementare Input-Aktivitäten. Und dieses Keystroke-Level-Model ist insbesondere dafür gedacht und wird dafür verwendet, vorherzusagen, wie lange ein geübter Benutzer für eine definierte Folge von Eingabeschritten braucht. Da werden verschiedene Dinge unterschieden, wie zum Beispiel ein einfacher Tastendruck oder ein Mausklick, das Zeigen mit dem Mauszeiger irgendwohin, das Ziehen einer Linie von einer definierten Länge und natürlich auch so ein ganz einfacher Dummy für mentale Vorgänge, Mental Preparation nennt sich das dann. Also, dass man sich kurz Gedanken darüber macht, was mache ich jetzt als nächstes. Ne? Gerade bei Aufgaben, die neu sind und die jetzt nicht rein prozedural, fertigkeitsbasiert abgespult werden. Und dann gibt es noch natürlich entsprechende Antwortzeiten, gegebenenfalls vom System, die man kennen muss, um entsprechende zeitliche Vorhersagen treffen zu können. Die Grundidee ist jetzt ganz einfach. Man hat mittels entsprechender empirischer Forschungsuntersuchungen ermittelt, wie lange, also wie viele Millisekunden jeder einzelne dieser Operatoren braucht. Und wenn man einen Entwurf hat, zum Beispiel für ein Dialogfeld mit verschiedenen Formularfeldern, dann kann man eben berechnen, wie lange ein geübter Benutzer brauchen wird, um dieses Formular oder dieses Dialogfeld auszufüllen. Man weiß, man muss zunächst mit der Maus dahin klicken, dann muss man eine Eingabe machen, dann muss man wiederum eine andere Taste drücken, man muss vielleicht bei einem Dropdown-Feld einmal klicken, um die Liste aufzuklappen, dann muss man mit der Maus sich zu dem gewünschten Eintrag bewegen, um dann wiederum zu klicken, um das dann dadurch auszuwählen. Zum Schluss muss man nochmal den Mauszeiger bewegen auf die OK-Schaltfläche und da drauf klicken. Und über eine Analyse dieses Dialogfelds kann man eben ermitteln, welche Eingabeschritte nötig sind in diesem Entwurf und kann dann im Grunde genommen einfach nur zusammenzählen, wie viel Zeit das braucht. Ne? Weil man eben weiß, aus der Forschung, für einen Mausklick braucht man so und so viele Millisekunden, für eine Bewegung von der Maus zur Tastatur braucht man so und so viele Millisekunden und das zählt man dann einfach zusammen. Und benutzen kann man dieses Wissen und diese Methode dafür, zum Beispiel verschiedene konkurrierende Gestaltungsentwürfe miteinander zu vergleichen, hinsichtlich der Zeit, die man braucht, um eine definierte Aufgabe zu bewältigen. Das macht natürlich nur dann Sinn, wenn auch wirklich Zeit ein wichtiger Faktor ist, zum Beispiel wenn es um die Produktivität in Unternehmen bei bestimmten Geschäftsprozessen geht.
Ergänzend kann man noch sagen, dass es natürlich auch für modernere Eingabegeräte wie insbesondere Touchscreens und Multitouchgeräte auch entsprechende Erkenntnisse gibt, wie lange da zum Beispiel einzelne Gesten brauchen. Das heißt, auch für neuere Technologien liegen da entsprechende Werte vor. Das Prinzip bleibt aber das gleiche. Man analysiert bei einem gegebenen Gestaltungsentwurf, welche Eingabeschritte man in welcher Reihenfolge braucht, addiert die bekannten Zeiten und kann so, ohne dass man überhaupt auch nur irgendeine Person behelligen muss, Benutzerinnen und Benutzer oder irgendwelche Expertinnen und Experten, schon Vorhersagen treffen darüber, welcher von mehreren Prototypen zum Beispiel hinsichtlich Zeit besser abschneidet. Unter Logging-Verfahren fasst man solche Methoden zusammen, bei denen es darum geht, solche Dinge wie Tastatureingaben oder Mausklicks zu erfassen, also ganz objektive Eingabeschritte zu erfassen, zu speichern und auszuwerten, um daraus dann gegebenenfalls auch ergänzt um andere Methoden Hinweise auf Usability-Probleme zu ermitteln. Man kennt das ja von Google Analytics, dass man bestimmte Aufrufe zählt und was weiß ich, bei YouTube bestimmte Betrachtungsdauern. Solche Sachen sind damit gemeint. Oftmals verwendet man die, um dann auch das Design hinsichtlich Konversion zu optimieren, also die Leute dazu zu bringen, mehr zu klicken auf bestimmte Call-to-Action-Buttons. Aber man kann diese Logging-Daten natürlich auch dazu verwenden, Hinweise zu finden auf bestimmte Usability-Probleme. Wenn man beispielsweise feststellt, dass die Benutzerinnen und Benutzer bis zu einem bestimmten Klick, der irgendwie entscheidend ist, unnötig viele Eingabeschritte brauchen. Das kann ein Hinweis darauf sein, da zum Beispiel nochmal mit nutzerbasierten, subjektiven Verfahren zum Beispiel genauer hinzuschauen und dann der Natur dieses potenziellen Problems auf den Grund zu gehen. Die Tagebuchmethode ist dazu geeignet, über einen längeren Zeitraum, insbesondere im natürlichen Nutzungskontext, Daten zu erheben. Das kann ganz unterschiedliche Formen annehmen. Die Grundidee ist aber die, dass man buchstäblich oder auch nur im übertragenen Sinne einem Benutzer oder einer Benutzerin ein Tagebuch mitgibt, in das er oder sie dann regelmäßig, auf jeden Fall über einen längeren Zeitraum, mehrmals Einträge macht, berichtet oder sonst wie Daten zur Verfügung stellt über das Produkt oder über die Interaktion mit dem Produkt oder über das Nutzungserlebnis oder um was auch immer es geht. Also das ist der Clou, dass es mehr oder weniger eigenverantwortlich von den Benutzerinnen und Benutzern gemacht wird über einen längeren Zeitraum. Das kann zum Beispiel die Form annehmen, dass man einmal täglich kurz in 3 Zeilen schreiben soll, welche Erlebnisse man mit einem bestimmten Produkt gemacht hat an diesem Tag. Das kann auch sein, dass man nur dann einen Eintrag machen soll, wenn man ein Problem mit einem Produkt gehabt hat. Also jedes Mal dann, wenn ein Problem auftritt, dann mache bitte einen Eintrag in dein Tagebuch und schreibe rein, worin das Problem bestand. Oder es kann auch sein, dass man 2-mal am Tag gebeten wird, einen kurzen Fragebogen auszufüllen, um ein Produkt zu evaluieren. Das heißt, die Tagebuchmethode ist ein übergeordneter Ansatz, unter dem sich dann im Detail verschiedene, zum Beispiel Befragungsmethoden, verbergen können, die dann sowohl qualitative als auch quantitative, sowohl subjektive als auch objektive Daten erzeugen können. Beim Card-Sorting geht es darum, herauszufinden, welche Informationsstruktur für einen Benutzer oder eine Benutzerin besonders naheliegend, intuitiv, logisch ist. Der Ablauf ist so, dass die Testperson eine mehr oder weniger große Menge von Karten bekommt, auf denen dann jeweils ein Begriff steht. Dieser Begriff kann dann stehen für eine einzelne Seite innerhalb eines Webauftritts oder ein Eintrag in einer Informationsstruktur, in einem Lexikon oder in einem Glossar oder was auch immer. Es kann auch stehen für ein Produkt innerhalb eines Produktkatalogs. Man hat also diese Menge von Karten und die Testperson ist dann gehalten, diese Karten zu sortieren, wie der Name eben schon sagt, der Methode. Dabei gibt es unterschiedliche Varianten. Man kann also bei einem offenen Card-Sorting den Teilnehmerinnen und Teilnehmern erlauben, eigene Kategorien zu bilden. Das ist in der Regel auch interessanter, ne? Wenn man sich also fragt, auf welche Struktur kommen die Benutzerinnen und Benutzer von sich aus.
Das wäre das offene Card-Sorting. Beim geschlossenen Card-Sorting sind die Kategorien schon vorgegeben und es geht im Wesentlichen nur noch darum, die Karten diesen Kategorien zuzuordnen. Da lernt man nicht so viel Neues, aber das kann eben auch nochmal interessant sein, wenn unter bestimmten Bedingungen eben die Kategorien tatsächlich auch vorgegeben sind und an denen nicht mehr gerüttelt werden kann, aus welchen Gründen auch immer. Das heißt, die Grundidee ist die, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an einem solchen Card-Sorting eine Struktur erschaffen, beim offenen Card-Sorting jedenfalls. Diese Struktur kann hierarchisch sein, das ist oft so, muss es aber nicht, das kann man auch erlauben oder eben verbieten, je nachdem, was man da vorgeben möchte oder muss. Und man macht das mit mehreren Personen dann nacheinander und hat dann natürlich verschiedene Informationsstrukturen, die dabei herauskommen und muss sich dann natürlich irgendwann auch entscheiden für eine Struktur, die man jetzt auch tatsächlich technisch umsetzen möchte. Das kann man so machen, dass man einfach diese verschiedenen Ergebnisse dann zur Grundlage einer Diskussion macht und im Rahmen dieser Diskussion dann schlichtweg eine Entscheidung trifft, die man dann mit Argumenten eben unterstützt jeweils. Oder es gibt auch statistische Methoden, sogenannte Cluster-analytische Methoden, mit denen man sowas dann berechnen kann. In der Regel wird man dann aber irgendwie immer noch diskutieren müssen, ob das jetzt wirklich die beste Entscheidung ist, auch wenn das rechnerisch so eindeutig rauskommt. Benutzen kann man das Card-Sorting, um zum Beispiel den Produktkatalog eines Online-Shops zu gliedern. Oder eben, wenn man Hinweise darauf hat, dass eine bislang gegebene Struktur irgendwie nicht intuitiv ist für die Benutzerinnen und Benutzer, dass man das überprüfen kann. Ne? Also, dass man die aktuelle Struktur den durch Card-Sorting ermittelten Strukturen gegenüberstellt und dann schaut, wo gibt es da gegebenenfalls Unterschiede, müssen wir unseren Produktkatalog von der Struktur her, von der Informationsstruktur her anpassen. Oder eben, wenn es darum geht, die Navigationsstruktur einer Website zu ermitteln, dann ist auch regelmäßig das Card-Sorting die Methode der Wahl. Es gibt neben dem Card-Sorting mit echten Karten aus Papier auch die Möglichkeit, das Ganze online zu machen, digital, elektronisch, wo dann also per Drag und Drop die einzelnen Karten hin und her geschoben werden. Das ist nicht ganz dasselbe wie das Original, wo man in der Regel auch viel mehr Freiheiten hat, sich auszubreiten mit den Karten, die Dinge hin und her zu schieben und auch vielleicht ein bisschen mehr subjektiv den Eindruck hat, eine Kontrolle über das Ganze zu haben. Aber das Digitale, die digitale Variante hat dann den Vorteil, dass die Ergebnisse dann auch gleich datenbanktechnisch sauber abgelegt werden, sodass man zum Beispiel diese Berechnungsverfahren, diese clusteranalytischen Verfahren direkt anwenden kann auf die erzielten Ergebnisse, ohne dass man das jetzt noch großartig eingeben muss in irgendeine Art von Tabellenkalkulations- oder Statistikprogramm. Die Idee eines A-B-Tests ist denkbar einfach. Man hat verschiedene Varianten, zum Beispiel einer Website, und die beiden Varianten unterscheiden sich in der Regel nur durch eine Kleinigkeit. Also beispielsweise ist in einem Fall der viel zitierte Call-to-Action-Button rot und in dem anderen Fall ist er grün. Und insbesondere im Zusammenhang mit Google Analytics kennt man vielfach das Verfahren, dass man eben eine Website per Zufall in 50% der Fälle in der einen Variante ausliefert und in 50% der Fälle eben in der anderen Variante und dann fleißig Analytics-Daten eben auch ermittelt, insbesondere zum Beispiel zählt, wie viele Klicks denn jetzt unter der einen oder der anderen Bedingung auf diesen Button entfallen, um dann die Konversionsrate zu verbessern, also den prozentualen Anteil derjenigen, die nicht nur auf die Seite draufgehen, sondern dann darüber hinaus auch noch diesen heiligen Button anklicken. Das ist so ein klassischer Anwendungsfall, auch im Web-Marketing, wenn man so will. Man kann aber eben A-B-Testing oder die Grundidee natürlich auch verwenden, um Usability-bezogene Erkenntnisse zu gewinnen, auch wieder zusammen mit Logging-Verfahren, also mit Analytics-Verfahren schauen, wie viele Klicks werden vorgenommen, bevor man auf einen bestimmten Button klickt oder wie viele Klicks werden überhaupt vorgenommen oder wie lange bleiben die Leute auf einer Seite. Also alle möglichen Daten, die man im Rahmen eines solchen AB-Tests ermittelt, kann man auch immer dafür mitnutzen, Usability-bezogene Erkenntnisse zu gewinnen und unter Umständen darauf aufbauend dann weitere Verfahren anzuwenden, um insbesondere qualitativ Daten zu erheben, um der Natur dieser Unterschiede im weiteren Verlauf auf den Grund zu gehen.
Die Critical Incidence Technik, also die Technik der kritischen Ereignisse, stammt aus der Arbeits- und Organisationspsychologie ursprünglich. Da ging es dann darum, herauszufinden, welche kritischen Situationen ein Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin besonders gut gemeistert hat und welche Kompetenzen, welche Eigenschaften, welche Fähigkeiten dann in diesem Zusammenhang sich offensichtlich als besonders wichtig herausgestellt haben. So kann man zum Beispiel herausfinden, wie das Anforderungsprofil auf eine bestimmte Stelle aussehen sollte. Im Zusammenhang mit Usability-Evaluation kann man diese Grundidee zum Beispiel verwenden, auch insbesondere im Rahmen von Befragungen und da wiederum insbesondere im Rahmen von mündlichen Befragungen, also Interviews. Man kann also erfragen, gab es mit diesem Produkt ein bestimmtes kritisches Ereignis? Können Sie sich da an bestimmte Ereignisse erinnern, die irgendwie besonders waren? Das muss jetzt gar nicht unbedingt negativ sein, es können auch im positiven Sinne kritische Ereignisse sein, also entscheidende, herausstechende Ereignisse. Und anknüpfend an diese Ereignisse kann man dann Folgefragen stellen, wie zum Beispiel, worin bestand jetzt die Besonderheit dieser Situation oder worin bestand die Herausforderung oder worin bestand das Problem oder worin bestand das besonders ausgeprägte Erfolgserlebnis zum Beispiel bei positiven Ereignissen. Oder bei Problemen halt kann man dann anknüpfend fragen, wie sind Sie vorgegangen, um das Problem zu lösen? Und so kann man dann dem Nutzungsverhalten auf diese Art und Weise aus eben dieser Perspektive eines kritischen Ereignisses auf den Grund gehen. Man kann die Critical Incidence Technik auch zum Beispiel verwenden im Rahmen von Tagebuchmethoden, in dem Sinne, dass man dann eben sagt, jedes Mal dann, wenn ein ganz besonders kritisches Ereignis eintritt, dann machen Sie bitte einen Eintrag in Ihr Tagebuch und schreiben dann eben auf, was es mit dieser Situation auf sich hat. Das kann man gegebenenfalls eben auch strukturiert machen mit vorgegebenen Fragen zu eben einem Ereignis, von dem man natürlich vorher nicht weiß, welches es sein wird. Aber zum Beispiel solche Fragen, wie ich sie vorhin genannt habe, können dann natürlich auch schriftlich beantwortet werden. Critical Incidents als ein Twist, wenn man so will, im Rahmen von mündlichen oder schriftlichen Befragungen. Die Valenzmethode zielt darauf ab, dem emotionalen und motivationalen Erleben der Benutzerinnen und Benutzer auf den Grund zu gehen. Das Ganze sieht so aus, dass man ein interaktives Produkt hat und die Testperson jeweils bittet, das zu benutzen, damit zu interagieren. Zum Beispiel explorativ, ganz frei oder eben auch meinetwegen unter Vorgabe eines Nutzungsszenarios. Der Clou der Methode, und daher hat sie auch ihren Namen, besteht darin, dass man die Testperson bittet, jedes Mal dann, wenn sie eine Emotion mit einer positiven Valenz, also eine angenehme Emotion, empfindet, beispielsweise einen bestimmten Knopf auf der Tastatur zu drücken, eine bestimmte Taste zu drücken. Und wenn sie eine Emotion mit einer negativen Valenz, also eine unangenehme Emotion, empfindet, eben einen entsprechenden anderen Knopf zu drücken. Wenn man das technisch nicht so ohne weiteres lösen kann, dann kann man auch mit roten oder grünen Karten arbeiten, die man dann in die Kamera hält, denn das Ganze wird aufgezeichnet. Und ob jetzt technisch oder eben mit roten und grünen Karten, man hat am Ende eine Aufzeichnung, eine Videoaufzeichnung, in denen man erkennen kann, zu welchem Zeitpunkt welche Emotion empfunden wurde. Also man weiß vielleicht nicht genau, welche Emotion, aber man weiß zumindest schon mal, ob es eine positive oder eine negative Emotion war. Und nachdem man also diese Interaktionsphase abgeschlossen hat, kommt die zweite Phase, die darin besteht, dass man retrospektiv, also im Nachhinein, sich dieses Video gemeinsam mit der Testperson anschaut und jedes Mal dann, wenn ein sogenannter Valenzmarker gesetzt wurde, wenn man also sehen kann, erkennen kann, da hat jemand den roten Knopf gedrückt oder die rote Karte hochgehalten, da hält man das Video an und stellt dann immer tiefergehende Fragen zu dieser Situation. Also beispielsweise zunächst erstmal, was für eine Emotion haben Sie da empfunden? Ob es positiv oder negativ war, das weiß man ja schon. Dann kann man fragen, welches Element, welches Gestaltungselement oder welches Ereignis hat diese Emotion ausgelöst? Man kann dann noch tiefer fragen, welche persönliche Bedeutung hat dieses Ereignis oder dieses Gestaltungselement für Sie? Und man kann dann versuchen, ganz am Ende dem Grundbedürfnis auf die Spur zu kommen, die dieser emotionalen Reaktion zugrunde liegt. Also es kann sich beispielsweise um das Grundbedürfnis von Stimulation handeln, dass man also angeregt werden möchte. Es kann das Grundbedürfnis nach Kompetenz sein, dass man also sein Können, seine Fertigkeiten unter Beweis stellt oder Kontrolle, dass
man die Dinge im Griff hat, dass man bestimmen kann. Oder das Grundbedürfnis nach Ruhe oder was auch immer. Es gibt ja verschiedene Listen von Grundbedürfnissen, die man da zugrunde legen kann. Und am Ende hat man dann für eine Reihe von Testpersonen, die daran teilgenommen haben, beispielsweise eine tabellarische Übersicht, welche Ereignisse oder Elemente welche Emotionen ausgelöst haben und was diese dann wiederum für die jeweiligen Personen bedeuten. Und das kann man dann beispielsweise inhaltlich qualitativ interpretieren im Designteam und darauf basierend dann weitergehende Designentscheidungen treffen, die zum Beispiel die Umgestaltung eines bestehenden Gestaltungsentwurfs betreffen und die eben anders als viele andere Methoden nicht so sehr auf pragmatische Usability-Aspekte abzielt, sondern eben auf emotionale Aspekte des Nutzererlebens.